Kunde kam und fand sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünde Hände überantwortet. Lassen uns gehen. Siehe, hier ist da, dir mich verrät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Alsbald trat er zu Jesum und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi. Und küssete ihn. Jesus aber sprach zu die Hände an Jesum und griffen ihn.